Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem heutigen Webinar bei JFD Bank. Mein Name Stefan Friedrichowski und natürlich sowohl im Namen von JFD Bank als auch natürlich von mir herzlich willkommen hier zu dem Webinar am 22. Januar 2020. Ja, jetzt muss ich natürlich genau genommen sagen, noch ein gutes neues Jahr an alle, weil so richtig ist es ja das erste Webinar in diesem Jahr nach meinem Urlaub in Vietnam über Weihnachten und Neujahr, was eine wundervolle Zeit war. Das kann ich auf jeden Fall hier nochmal sagen. Von daher ist es halt noch angebracht, auch nochmal kurz euch allen ein gutes Neues zu wünschen. Ich hatte zwar schon Webinare, aber das waren dann sozusagen welche von einem anderen Format, inklusive heute beispielsweise dem Statistikradar. Aber von daher wollen wir heute ein neues Thema mal be beleuchten. Value at Risk, eine unterschätzte Kennziffer. Es geht sogar so weit, der Grund, warum ich die Kennziffer hier auch unterschätzte Kennziffer mal genannt habe. Es gibt mittlerweile milliardenschwere Unternehmen, die genau auf dieser Kennziffer beruhen. Aber dazu nachher nochmal ein bisschen mehr. Das heißt, was wir heute machen, ist natürlich diese Kennziffer, wir müssen sie definieren, wir müssen sie bestimmen können und genau das ist der Schwerpunkt des Webinars. Es ist nicht so, dass ich heute daraus schon direkt eine Trading-Strategie als komplettes Portfolio für was auch immer schon konstruiere, was allerdings ohne Schwierigkeiten möglich ist. Und das Gute ist auch, ihr könnt da selber gute Dinge machen. Aber schon vorweg, wenn, dann sind das alles Sachen, die halt ab so D1 aufwärts gehen. Also das ist jetzt nichts für den Intraday-Trading-Aktivität, das eher weniger. Aber es ist mehr für Investments gedacht. Und da können allerdings auch Aktien zum Beispiel eine sehr gute Anwendungsfeld für den Value at Risk. Okay. Die Folien habe ich schon hochgeladen, das heißt, die könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich heute schon direkt runterladen. Nachher habe ich auch noch wieder ein, zwei Excel-Sheets, wobei einige heute erst live auch entstehen werden. Okay, zugegebenerweise, ich habe sie schon, aber ich lasse sie gleich hier nochmal live auch entstehen. Wer Interesse an den Excel-Sheets hat, wie immer, einfach hier eine E-Mail an s.friedrichowski@jfdbank.com. Dann, wie immer, gibt es natürlich auch die entsprechenden Excel-Sheets. Ich kann sie leider nicht direkt hier hochladen. Da geht nur PDF. Von daher ist es nicht möglich, so einen Shortcut an der Stelle zu nehmen. Gut, bevor wir wirklich loslegen, ihr kennt das Prozedere. Ich muss ihm immer einmal zeigen, den Risk-Disclaimer, den Risikohinweis, dass wir natürlich hier über Traden, Investieren, Handelsstrategien und dergleichen reden und die ihr natürlich gerne nutzen könnt, aber das auf eigene Verantwortung, wie immer. Und es ist wahrscheinlich ziemlich klar, wir geben keine Handelsempfehlungen, um Gottes Willen, nein, eure Entscheidungen sind eure Entscheidungen. Und da kann euch auch wirklich und sollte euch auch nicht wirklich jemand reinreden. Genauer gehen wir folgendermaßen vor. Ich will ein bisschen ausholen, nämlich über Kennziffern von Investments allgemein reden. Der Grund, warum ich das jetzt hier häufiger während dieses Webinars einfach Investment nenne, dann ist es so, das könnte einerseits zum Beispiel eine Aktie sein. Das könnte andererseits einfach ein Index sein, in dem man investiert ist. Es könnte aber auch zum Beispiel ein ETF sein, in den ihr investieren wollt. Es könnte auch eine komplette Handelsstrategie sein, in die ihr investieren wollt, weil das, was wir bereden, ist auch anwendbar auf eine komplette Handelsstrategie. Und es geht immer darum, diese halt zu beurteilen. Zugegebenerweise. Also es ist nicht wirklich anwendbar aus meiner Sicht auf, nein, wir gucken uns vielleicht mal den Euro-US-Dollar an oder den US-Dollar-japanischen Yen. Nee, also dafür
wird der Value at Risk VAR wohl kein geeigneter Kandidat sein. Wir gucken uns natürlich die genaue Definition an, weil, wie ihr wisst, mir ist immer wichtig, gerade solche Dinge auch so hier vorzustellen, dass ihr sie selber adaptieren könnt, also selber anwenden könnt. Das werden wir natürlich wie immer hier über Excel oder in meinem Fall über LibreOffice machen. Klar, und dann wollen wir uns natürlich Anwendungsfelder von Value at Risk mal genauer anschauen, inklusive einiger Beispiele. Das, wenn Zeit bleibt, und das sollte heute bei dem Webinar eigentlich relativ einfach sein, schon mal der Hinweis, überlegt euch schon mal schöne Aktien. Kommen aber nachher zu. Wer jetzt schon einen Aktienname schreibt, könnte nachher hier im Ranking nicht mehr dabei sein. Also trotzdem schon mal der Hinweis. Okay. Grundlegend, Value at Risk ist eine Kennziffer von Investments, aber natürlich gibt es zahlreiche andere. Und ich habe dir bewusst, also das ist bei weitem nicht vollständig, also das Kennziffern gibt es, glaube ich, fast genauso viele wie Underlyings. Aber ich habe mal ein paar einfach nur rausgepackt. Und wenn ich sage jetzt nochmal Kennziffern von Investment, na gut, wir wollen ja hier in Summe Geld anlegen, Geld bewegen, vielleicht einen Long Trade auf dem DAX machen oder einen Long Trade auf dem S&P 500 oder eine Aktie kaufen. Oder gut, das ist dann nicht direkt bei JFD, aber ein ETF kaufen beispielsweise. In Summe wollen wir immer unsere Investments ja bewerten. Das sagt natürlich gerade Stefan, der Mathematiker, also Schrägstrich eigentlich Physiker. Wir brauchen Kriterien, und zwar Zahlen und nicht Gefühl. Ich glaube das, sondern wie immer müssen wir es messen können. Die Messbarkeit ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und wenn man mal guckt, was es so alles gibt, naja, ich habe, wie gesagt, ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Natürlich, wenn immer man über ein Investment redet, dann geht es auch um den Return. In aller Regel werden wohl die wenigsten Menschen etwas kaufen, was einen negativen Return hat. Eigentlich interessante Überlegung gerade. Doch, es gibt solche. Vielleicht ist sogar bei euch jemand dabei, nämlich Bundesschatzbriefe. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die laufen müssen, aber da gibt es welche. Die haben einen negativen Return. Und ich kenne auch jetzt nicht aktuell den Zinssatz. Aber gut, auch die werden gekauft. Aber normalerweise gehören wir wahrscheinlich zu der Mehrzahl, die etwas kaufen wollen mit einem positiven Return. Also wir wollen Gewinn erzielen. Und da gibt es dann immer gleich unterschiedliche weitere Fragestellungen, dass man sich anguckt, okay, wie ist der monatliche Return oder wie ist der jährliche Return von irgendetwas? Oder gerade wenn wir jetzt hier auf sowas gucken wie ETFs oder dergleichen, dann ist in aller Regel oder irgendwelche Fonds wird auch der Return seit Beginn natürlich mit erwähnt. Also Return ist natürlich eine wichtige Kennziffer, aber natürlich bereit nicht alles. Gute Plattformen bieten natürlich auch an, zu sagen, von einem beliebigen Investment, ja, was ist denn so der maximale Drawdown gewesen? Auch da kann man fragen, innerhalb von welcher Zeit, aber maximale Drawdown als Definition wichtige Größe, also von einem gegebenen Hoch, wie geht es von da aus maximal runter? Und das normalerweise über die komplette Vergangenheit einer Equity-Kurve, eines Underlyings, das ergibt den maximalen Drawdown, der durchaus stattliche Größen erreichen kann. Selbst wenn wir auf so Instrumente wie Dow Jones oder DAX gucken, dann sind auch locker Zahlen von 50% drin. Und bei Aktien sicherlich auch noch höhere. Keine Ahnung, die Deutsche Bank dürfte einen Drawdown, nur ich habe den Chart jetzt nicht im Kopf, aber ich denke mal so von vielleicht 90% als maximaler Drawdown. Ist natürlich eine wichtige Zahl, wenn wir über Investment reden. Maximaler Drawdown. Und genau genommen ist es gut, auch die beiden Dinge, nämlich den Return und den Drawdown, in ein Verhältnis zu setzen. Also einfach zum Beispiel zu fragen, okay, wir haben von einem potenziellen Investment eine 15-jährige Historie, wir kennen den gesamten Return und wir kennen den maximalen Drawdown. Diese beiden
in Relation zu setzen, Return dividiert durch Risk. Also, und als Risk könnte man bezeichnen den Drawdown. Ist auch da gibt es wieder andere Möglichkeiten. Das ist eine valide Größe. Und wer jetzt viele Webinare hier von mir schon mal gesehen hat, mache ich auch bei vielen Strategieentwicklungen durchaus etwas sehr Ähnliches. Es ist zwar nicht genau Return dividiert durch maximaler Drawdown. Ich drehe sogar den Quotienten um und nehme nicht den Return, sondern die Steigung der Equity. Aber das ändert nur sozusagen, also den Kehrwert hier von dem Quotienten zu bilden, heißt nur nachher nicht maximieren, sondern dann halt minimieren, sei es drum. Ich benutze also durchaus was sehr Ähnliches, wenn es um all die Trading-Strategien geht, die ich entwickle, um eine vergleichbare Risikogröße und Ertragsrisikoverhältnis zu bekommen. Gerade in der Finanzwelt gibt es gerne und oft eine Größe, die wird als das sogenannte Sharpe-Ratio bezeichnet. Und naja, jetzt habe ich mal durchaus hier die Definition sogar hingeschrieben, nämlich mittlere Überrendite dividiert durch Standardabweichung der Rendite. Ups, da schlackert man vielleicht schon mit dem Ohr. In Wahrheit ist es total trivial. Das ist es wirklich kein Hexenwerk. Zum einen Überrendite, naja, ist nicht ganz so wichtig, wo die Grundrendite ist, weil wenn wir schon ein Investment nehmen, ist sie dann ja wieder auch überall erstmal ad hoc gleich. Und ohnehin bei dem aktuellen Zinssatz, der grob geschätzt einfach 0% ist, gibt es sozusagen keine Überrendite über dem normalen Zinssatz. Wir können gleich die Rendite des Investments nehmen. Und diese mittlere Rendite dividiert durch die Standardabweichung der Rendite ist eine sehr gute Kenngröße, die man nehmen kann. Und wer sich mal mit Portfolios beschäftigt hat, Markowitz Portfoliotheorie geht weitestgehend in eine ähnliche Variante und wendet das Ganze auf Portfolios an. Also ist eigentlich ja, mittlere Rendite dividiert durch die Standardabweichung der Rendite. Und wie so immer, im Idealfall will man natürlich eine große mittlere Rendite über zum Beispiel die Monthly Returns und möglichst eine kleine Standardabweichung. Also am besten jeden Monat, das kommt die gleiche Rendite raus, das wäre so ideal. Dann wäre das Sharpe Ratio besonders groß und ist auch eine wirklich sehr gute und valide Kennziffer. Ja. Und jetzt kommt die neue. Value at Risk. Die ich heute hier auch ein bisschen mal vorstellen möchte. Und Value at Risk, ja, ich habe jetzt mal den ersten Satz vom Wikipedia-Artikel aufgeschrieben, der wahnsinnig kompliziert klingt. Ihr werdet gleich sehen, wenn man das Ganze praktisch in Excel macht, wird es unwahrscheinlich leicht. Also, ich zitiere mal Wikipedia. Es handelt sich um das Quantil der Verlustfunktion. Der Value at Risk zu einem gegebenen Wahrscheinlichkeitsniveau gibt an, welche Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Und jetzt sage ich, in Wahrheit ist es total einfach. Ihr werdet es auch gleich sehen. Es hat also was mit Verlusten zu tun und wir werden uns sowas setzen wie einen Threshold. Und natürlich haben wir hier irgendwie einen Betrachtungszeitraum, beziehungsweise es geht darum, ob wir monatliche Renditen oder jährliche Renditen von irgendetwas untersuchen. Und daraus entsteht der Value at Risk. Allein schon der Name ist sozusagen recht vielversprechend, weil irgendwo soll es ja sowas sein wie der Wert, der unter Risiko ist. Also wenn man mal einfach dieses Englische naiv übersetzt, der Wert, der unter Risiko steht. Ja, doch, das ist eine gute Größe, schon allein vom Namen. Ich mache ein Investment und muss mir überlegen, wie viel ist hier jetzt on risk? Also wie viel kann ich hier verlieren? Und das natürlich genauer mathematisch zu erfassen, ist super, super interessant. Also zumindest für mich. Grundsätzlich basiert der Value at Risk auf drei, ich nenne das mal Parametern, also genau genommen nennen wir es einfach Inputgrößen, die wir irgendwie definieren müssen. Das ist ziemlich leicht, welche Inputgrößen wir hier brauchen. Einmal müssen wir überlegen, was für eine Art von Renditen gucken wir uns überhaupt an? Tägliche, monatliche, jährliche, quartalsweise, was auch immer. Was ich nachher mal hier praktisch anwenden werde, ist
monatlich und jährlich. Das heißt, wir müssen uns irgendwie von was auch immer wir nachher untersuchen werden, müssen wir fragen, okay, nehmen wir die Daten als monatliche Renditen oder als jährliche Renditen? Einfach eine grundsätzliche Fragestellung. Müssen wir einfach nur beantworten, was wir jetzt genau untersuchen wollen. Und dann ist die Rede nachher von diesem ominösen Quantil. Das ist sowas wie ein Schwellwert, den man normalerweise in dem Histogramm der Renditen anwendet. Und dieser wird meistens entweder auf 1% oder auf 5% gesetzt. Um kurz mal zu zeigen, dass es eigentlich was mit Renditen, Histogrammen zu tun hat, lasst mich ganz kurz den englischen, ich muss bewusst den englischen Wikipedia-Artikel nehmen, weil nur der enthält diese schöne Grafik. Und die wollen wir uns auch mal eben hier angucken. Was hier eigentlich zu sehen ist, ist zum Beispiel das Histogramm der Renditen. Das heißt, es gibt eine sozusagen Rendite mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Mal angenommen, ist auch jetzt wurscht, ob das hier Monatsrenditen oder Jahresrenditen sind. Gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht eher Jahresrenditen sind. Ist egal. Dann hat das irgendwo ein Maximum. Und das Ganze, sagen die Fläche unter dem ganzen Ding, die ist quasi per Definition 1. Und wir haben natürlich eine endliche Wahrscheinlichkeit, auch höhere Renditen zu kriegen. Und wir haben auch natürlich eine Wahrscheinlichkeit, kleinere Renditen, zum Beispiel monatliche Renditen zu kriegen. Und jetzt geht es darum, dieser ominöse Schwellwert, der jetzt hier bei 5% gelegt ist, ist die Frage, wann sind diese auf der linken Seite, wann macht das 5% von der gesamten Fläche aus? Das Schöne ist nachher, diese 5% scheint noch vom Himmel zu fallen. Die Interpretation der 5%, die wird wiederum viel interessanter und viel anschaulicher. Das Gute ist, wir brauchen weder dieses Histogramm nachher erzeugen. Das Ganze geht mathematisch viel einfacher, um genau dann diesen Wert hier zu finden. Diese 0,8 minus 0,8, das ist nämlich hier jetzt the value at risk. Das werden wir uns gleich anschauen, wie das hier genauer entsteht. Und dann wird es auch viel einfacher. Also wir brauchen einen ominösen Schwellwert, zum Beispiel 1% oder 5%. Und da brauchen wir natürlich noch einen Betrachtungszeitraum. Also wir können zum Beispiel, und das werde ich nachher auch tun, ich werde den Dow Jones mal untersuchen, von dem ich die längste Kurshistorie überhaupt habe. Und den werde ich untersuchen, wirklich from the very beginning. Also wirklich, ich glaube, meine Kursdaten gehen 1896 los. Und da werden wir uns mal fragen, was ist ein dauerhaftes Investment? Welchen Value at Risk hat das, wenn wir zum Beispiel den Dow Jones angucken? Wir gucken uns nachher auch praktischere Dinge an, wie Aktien oder den gegenwärtigen DAX, S&P 500, sei es rum. Aber natürlich es zwingt einen keinen, also vom Dow Jones habe ich halt so eine lange Historie, von vielen Dingen habe ich A, nicht so eine lange Historie und B, interessiert sie mich vielleicht auch nicht, weil ich sage, naja Gott, also was vor 100 Jahren war, muss jetzt auch nicht mehr in meine Investmententscheidung mit einfließen. Ich könnte auch zum Beispiel sagen, ich gucke mir einfach nur die Daten der letzten 5 Jahre an. Bumm. Das ist also der dritte Parameter. Und herauskommt so eine Zahl wie dieser Verlustprozent. Wie gerade in dem Chart war sie minus 0,8%. Und das Gute ist jetzt, die Interpretation vom Value at Risk, die ist verflucht einfach. Angenommen, wir setzen dieses Quantil auf 5%. Und wie man das setzt, ist jetzt gleich sehen, in Excel unwahrscheinlich einfach. Und wir brauchen keine Flächen bestimmen oder irgendwas. Nein, wenn wir das auf 5% setzen, 5% ist ja nichts anderes als ein Zwanzigstel. Und jetzt kommt die einfache Interpretation. Angenommen, wir haben etwas, was ein Value at Risk von 6% hat, dann heißt das nichts anderes, und wir hatten jährliche Renditen dem Ganzen zugrunde gelegt, dass wir alle 20 Jahre mit einem Jahresverlust von mehr als, also genau genommen ist es mathematisch kleiner gleich minus 6%, aber ich nenne es mal trotzdem einfach mehr als 6% auftreten. Also wir haben ein Investment mit einem Value at Risk bei einem Quantil von 5%. Dann heißt das, naja, wir müssen davon ausgehen, dass wir alle 20 Jahre mal mehr als 6% verlieren. Das ist
schon ein bisschen sprechender. Also dieses ominöse Quantil, da hätte ich jetzt hier die 1%-Level genommen. Und bei einer jährlichen Betrachtung wäre ich jetzt schon bei alle 100 Jahre, also ziemlich selten. Aber dann braucht man natürlich auch entsprechend viele Daten. In der Berechnung gibt es noch viele weitere Möglichkeiten. Monte-Carlo-Simulation ist alles gut, aber nicht unbedingt nötig. Aber nochmal die Interpretation von einem Value at Risk, auch wenn es euch mal auf ganz anderen Internetseiten begegnet. Man fragt, bei welchem Quantil. Und dann ist einfach dieses sozusagen der Kehrwert. Also diese 5% sind alle 20 Jahre. Oder wir hätten wir eine monatliche Betrachtung, wären es alle 20 Monate. Dann könnte dieser Fall eintreten. Natürlich, wie immer bleibt, könnte. Wir reden aber über Statistik. Statistik liefert einem keine Garantien, sondern wie immer natürlich nur eine statistische Betrachtungsweise. Das Ganze ist übrigens hochinteressant mit dem Value at Risk. Wahrscheinlich seid ihr noch nicht endgültig überzeugt, aber ich hatte vorhin schon mal gesagt, es gibt ein mittlerweile milliardenschweres Unternehmen, was schlicht und ergreifend auf der Anwendung von Value at Risk auf Portfoliogestaltung beruht. Ich rede mal noch ein bisschen weiter, vielleicht kann mir der ein oder andere hier schon den Namen gerade sagen. Ich werde ihn zwar ohnehin gleich sagen. Aber diese Firma ist hat nichts anderes gemacht, als zu sagen, okay, wir haben einen Haufen ETFs, ein ETF-Universum. Wir haben einen Kunden, der Kunde sagt, er möchte einen Value at Risk von 5% haben. Und jetzt kann ich dem Portfolio zusammenstellen, was historisch gesehen genau dieses Kriterium erfüllt. Das macht man natürlich über Simulation, und dann wird das Portfolio zusammengestellt, aufgestellt und landet bei dem Kunden im Depot. Und es gibt vielleicht andere, die sagen, auch Value at Risk von 20% sind auch okay. Alle 20 Jahre könnte ein Verlust von 20% eintreten. Weil wenn die Gesamtrendite stimmt, hey, ja, warum nicht? Wie gesagt, das ist, wer wie risikoaffin ist, ist wie immer natürlich jedem selbst überlassen. So, die Auflösung kam jetzt hier noch nicht über den Chat, aber natürlich gebe ich sie. Die Firma Scalable ist eigentlich die praktische Anwendung vom Value at Risk. Mittlerweile haben die über 1 Milliarde eingesammelt. Und die machen nichts anderes als Value at Risk für die Portfoliobildung. Und das ist jetzt irgendwie kein Betriebsgeheimnis, was ich hier gerade ausplaudere. A, habe ich ohnehin nichts mit denen zu tun. Und zum anderen, es steht auf der Homepage. Und es gibt wer auf die Homepage von Scalable geht, ganz, 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 ganz unten, gibt es ein sogenanntes White Paper. Das ist ein PDF-Dokument, kann man downloaden. Da stehen viele, viele, viele Details über den Investmentprozess drin. Das ist ein durchaus lesenswerter Artikel, auch wenn natürlich nicht alles verraten wird, aber sehr, sehr gut gemacht. Und es ist alles basiert auf Value at Risk, angewendet auf ETF-Portfolios. Und damit kann man 1 Milliarde einsammeln. Also, vielleicht nochmal ein Grund mehr, sich mit Value at Risk hier zu beschäftigen. Ich finde es allerdings auch ziemlich cool. Ich will ein paar Beispiele hier machen. Und zwar einmal will ich den Dow Jones als Einführung mal mit euch zusammen hier betrachten. Einmal monatlich, einmal jährlich. Dann sieht man auch genau, wie der Value at Risk eigentlich entsteht. Und dann gucken wir uns mal den DAX und den S&P 500 an. Das mache ich auf monatlicher Basis seit 2000. Das ist ohnehin hier auch schon fertig. Dahinter steht die Frage, angenommen, ich will morgen in einen von beiden investieren, DAX oder S&P 500. Welchen sollte ich bevorzugen? Das ist die simple Frage, die es hier zu beantworten gibt. Jetzt können wir natürlich auch so vielerlei Meinungen dazu haben und wahrscheinlich bräuchten die meisten von euch gar nicht unbedingt eine mathematische Kennziffer, um genau diese Frage hier zu beantworten. Aber es geht ja darum, die Entscheidungen auch objektiv zu machen.
Und das will ich auch noch, wenn die Zeit bleibt, hier noch ein Beispiel machen. Und von daher, die Aufforderung, nennt mir mal gute Aktien. Ich nehme die zwei meistgenannten und die werde ich mal genauso analysieren, um die Frage zu beantworten, welche von diesen beiden Aktien ist auf Basis vom Value at Risk die interessantere. Natürlich, ihr wisst, wir werden jetzt nicht den Chart aufmachen und gucken, welcher Chart von den beiden vielleicht dann besser gefällt und bestimmte Kriterien erfüllt. Sondern einfach als Anlageentscheidung zwei Optionen und dann wollen wir da mal gucken. Okay, ihr purzelt schon die ersten Nennungen hier rein. Also ich bekomme schon Bechtel, Adidas und Apple hier schon zugerufen. Na, mal gucken, wer hier noch so alles hier sich meldet. Also ich werde nachher mal im Chat hochscrollen und versuchen, so eine Schnellstatistik hinzukriegen, aber kriegen wir schon hin. Generell gilt immer, was der Value at Risk ermöglicht, ist einfach eine objektive Kennziffer zu einem Investment. Und damit ermöglicht er auch den Vergleich zwischen verschiedenen Investments. Ich könnte hier sogar theoretisch das Investment in ein S&P 500 vergleichen mit einem Anleihen-ETF für, keine Ahnung, asiatische Aktien, Unternehmen. Nur, was auch immer. Es lässt sich dann ziemlich, ziemlich gut objektiv interessant. Gut, hui, ja, die Liste hier wird schon voller. Naja, gucke ich mir dann nachher an. Also wir kriegen objektive Kennziffern, die dann einen echten Vergleich ermöglichen. Es gibt allerdings auch einen grundsätzlichen, das steht auch immer so schön in der Literatur, da stehen noch ein paar mehr Begriffe, was so die Nachteile vom ETF sind, aber zwei, da will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, auch wenn ich die Namen mal kurz nenne, da geht es darum, ob es eine kohärente Kennziffer ist und ob es eine additive Kennziffer ist, aber das führt zu weit in die Mathematik. Und beides ist mit Nein zu beantworten in dem Fall, aber egal, das halte ich jetzt auch nicht für ganz so wichtig. Was ein prinzipieller Nachteil irgendwo ist, dieser mögliche Verlust in meinem Beispiel von gerade, ich muss alle 20 Jahre mit einem Verlust von mehr als 6% rechnen. Das Blöde ist, ich kriege keine Antwort auf die Frage. Und wie hoch ist der dann? Natürlich kriege ich die sowieso nicht für die Zukunft, aber für die Vergangenheit könnte man ja noch mehr wissen. Also man kriegt zwar diesen Threshold, diese Grenzlinie, weil die geben wir ja mit vor. Aber was dann wie hoch dann ein typischer Verlust ist, da haben wir noch niemals eine Zahl in petto. Umgekehrt ist es wahnsinnig einfach, auch die zu generieren. Das führt dann einfach zu einem anderen, zu einer anderen Kennziffer und die trägt den Namen Expected Shortfall. Ist auch wahnsinnig einfach. Wer den Value at Risk hat, hat auch eigentlich mehr oder weniger sofort den Expected Shortfall und den werde ich auch gleich noch eben kurz mitbestimmen, weil das ja, geht wirklich ziemlich, ziemlich einfach. Gut. Also ich habe gesagt, Dow Jones, fangen wir mal an. Ich will es wirklich komplett zeigen, weil es geht ohnehin sehr schnell. Deswegen gehe ich hier auf eine meiner typischen Kursdatenquellen und weil ich ohnehin ja hier nur Tagesdaten brauche, ist die allemal gut genug. Und das ist wie immer Stock mit Q geschrieben und zwei O's .com. Und da gibt es dann zum Beispiel den Dow Jones. Und den Dow Jones gibt es mit Zahlen ab 1896. Wow. Immer wieder beachtlich. Gut, und da nehmen wir uns die Zahlen. Das ist einfach nur ein schneller, kurzer Download. Hat er jetzt noch nicht reagiert? Doch, da kommt der. Da ist auch der Download der Daten und Download. So, da haben wir ihn schon. Können wir die Daten direkt aufmachen und ich will einfach wirklich mal zeigen, wie einfach es ist, daraus den Value at Risk dann zu bestimmen. So, wir haben die Daten jetzt hier in Excel. Ich mache es mal ein bisschen größer. Okay, wir sehen gleich, es gibt hier eine kleine Schwäche in den Daten. Die ersten, weiß ich nicht, paar Jahrzehnte ist immer open gleich high, gleich low, gleich close. Ist jetzt auch nicht wichtig, interessiert uns hierfür eh nicht.
Und irgendein getradetes Volumen interessiert uns schon mal gar nicht. Und da haben wir die Daten. Es sind immerhin 32.000 Datenpunkte. Und das für die letzten, naja, wir wissen ja, mehr als 120 Jahre. Dow Jones. Gut, soweit der Start. Übrigens, es gibt hier eine Datenlücke. Ich glaube, 1914 gibt es mal irgendwie eine Lücke von 100 Tagen. Das übergehe ich jetzt aber auch einfach geflissentlich. So, wir sehen, die Daten fangen an am 27.05. Und ich habe gesagt, möchte das Ganze auf Monatsbasis machen. 27.05. Jetzt gehe ich einfach mal ein Jahr weiter, bis ich hier ebenfalls wieder beim 27.05. angekommen bin. Und da kann ich dann auch sozusagen beginnen, indem ich die Jahresrendite einfach bestimme. Das ist natürlich dieser Kurs, der an dem Tag am Ende war, minus den Kurs, der, ich weiß auswendig, dass es die Zelle E2 ist, weil es ist oben die zweite am 27.05. ein Jahr davor. Und das dividieren wir einfach auch durch E2, weil wir gucken uns sozusagen die Rendite. Wenn wir also an dem 27.05.1896, den Dow Jones gekauft hätten, dann hätten wir ein Jahr später genau diese Rendite hier erzielt, nämlich minus 3,37%. Und das ist eigentlich schon alles. Wenn ihr jetzt ganz genau fragt, wenn ich das jetzt hier einfach nach unten ziehe, dann habe ich jetzt hier überall die Renditen stehen. Ja, ist es immer ganz genau exakt ein Jahr? Antwort nein, weil es hängt davon ab, wie da zwischen so die, genau die Wochenenden lagen. Aber ganz ehrlich, das ist unerheblich. Ich fülle mal die Zahlen, die davor sind, einfach mit Nullen auf. Da kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Macht aber bei der Gesamtmenge dieser Daten, spielt es ohnehin überhaupt keine Rolle. Das sind jetzt einfach meine ganzen Renditen, meine Jahresrenditen. Ich habe also jetzt hier 32.050 Jahresrenditen. Alles, was ich jetzt machen muss, ist nur Folgendes. Ich mache mir hier eine neue Tabelle und ich nehme jetzt einfach das Datum. Das bräuchte ich ehrlich gesagt eigentlich nicht, aber ich nehme es trotzdem mit und kopiere diese zwei Spalten in ein neues Sheet und füge die ein, aber nicht sozusagen Ctrl-C, Ctrl-V, also Copy-Paste, sondern beim zweiten Einfügen muss ich das nur die Inhalte einfügen. Die Formate will ich übrigens noch mithaben. Und ich habe jetzt einfach hier die Zahl. So, warum reicht das jetzt alles aus, um genau zum Value at Risk zu kommen? Ganz einfach. Ich gehe jetzt hin und lasse mir das hier einfach mal sortieren. Und zwar absteigend. Okay, dann sehe ich hier zum Beispiel, dass die Rendite zum 15.01.1934, die war schlappe 105% und so weiter. Ihr seht hier die anderen Zahlen. Das hängt natürlich alles mit der Wirtschaftskrise davor zusammen. Deswegen haben wir hier so Wahnsinnsrenditen. Aber wir gehen mal nach unten. Da haben wir sozusagen die Negativseite. Und auch da logisch große Weltwirtschaftskrise. Aber ich gehe jetzt mal eben hier ein paar nach oben, damit ihr mal seht, jetzt sind wir nicht mehr ganz unten in dem Ranking 2009. Ui, -46%. Das ist jetzt nicht so lange her. Natürlich gibt es hier noch weitere 2009er-Einträge rumherum mit -45%. Ups, also gar nicht so lange her, dass wir auch so etwas hatten. Jetzt haben wir natürlich immer noch kein Value at Risk. Okay, kommen wir gleich zu. Ich will es einmal plotten. Und das, wenn man so etwas einfach plottet, ist immer das, was ich ein sogenanntes Pseudo-Histogramm nenne. Es ist nicht das gleiche Histogramm wie das gerade auf der Wikipedia-Seite, aber es ist trotzdem immer interessant, mal zu sehen, wie so die Verteilung der Renditen überhaupt ist. Und ja, es ist, wir sehen, wir haben ein paar wirkliche Extrema. Das sind nur wenige. Dass das wenige sind, sieht man daran, weil es hier so schnell steil runtergeht. Und ja, da haben wir mal die. Und jetzt kommen wir ganz einfach dem Value at Risk hieraus
Bestimmt. Ich habe mir gerade eine Zahl gemerkt. Und zwar 32.050 Dateneinträge haben wir. Okay, kurze Kontrolle. Hier steht, ich bin in Zeile 32.051. Okay, wir haben eine Zeile hier davor als Überschrift. Also wir haben 32.050 Einträge. That's it. Naja, und jetzt wollen wir den Value at Risk bei 5%. Und ich gebe auch noch mal die 95%, weil die ist auch nicht ganz uninteressant manchmal, hier mit an. Und was Einfache ist jetzt, wir können jetzt einfach hier die Zahl, den 5% Wert mit unserer Anzahl multiplizieren und hier den 95% Wert mit dieser Zahl multiplizieren. Was soll das? Es gibt mir einfach sowas wie eine Zeilennummer. Und wenn ich auf diese Zeilennummer nur jetzt genau andersrum gehe, dann habe ich genau den Value at Risk einmal auf der Ober- und gleich dann übrigens auch auf der Unterseite. Also wir können jetzt gleich beides definieren. Alles, was ich jetzt machen muss, wenn ich den wirklichen Value at Risk haben will, mit dem 5%igen Threshold, dann kann ich jetzt hier hinschreiben, das ist die Zelle B. 30.448. Ja, wieder fragen, warum genau die? Ja, weil wir haben 32.050 Einträge. Und wenn ich jetzt auf den Eintrag in der Zelle 30.448 gehe, dann bin ich genau bei diesem Quantil. Jetzt habe ich genau darunter noch 5% der Werte. That's cool. Das heißt, der Value at Risk ist 24, 25%. Das ist ziemlich einfach. Wir können uns auch mal die Oberseite angucken. Dann ist es einfach die Zelle B, 1603. Wir können auch sozusagen sagen, alle 20 Jahre können wir eine Rendite von über 40% erzielen. Auch das bekommen wir hier ganz einfach raus. Und natürlich sollte uns immer noch auch eins interessieren, nämlich der Durchschnitt. Und das ist dann einfach der Durchschnitt von diesen allen, also in diesen Grenzen. Ups, was meckert er? Warum meckert er? Von B2. Oh, da fehlt das B. Okay. Die durchschnittliche Rendite ist also 7,5%. Auch interessant zu wissen. Damit wissen wir, auf einer solch langen Betrachtungsvariante, wenn man also sagt, Aktieninvestment am Beispiel Dow Jones ergibt eine Rendite von 7,5% im Durchschnitt mit einem Value at Risk, der sogenannte 5% Wert. 25%. Das heißt, alle 20 Jahre muss ich leider auch mal mit einem Verlust von über 25% rechnen. Naja, gut, jetzt können wir sogar mal fragen, wir können auch hier dann bitte sowas bilden wie den Quotienten aus dem Durchschnitt und diesem Value at Risk. Ist eine Überlegung wert, das Ganze so also anzugehen. Aber ihr seht, wie einfach es war jetzt. Den Value at Risk. Es ist einfach nur ein Sortieren der Renditen auf entweder aufsteigend oder absteigend, ist auch wurscht, wie rum man das macht. Und schon hat man den Value at Risk. Also, hier steht er. Das ist der Value at Risk für den Dow Jones auf Basis jährlicher Renditen. Und in dem Fall ist es gerade mal, nicht gerade mal, ist es schlappe 25%. Gut, einfache Ableitung. Sollte hoffentlich dann auch für jeden möglich sein, selber mal so zu machen. Und da jetzt die Zeit doch schon ein bisschen mehr fortgeschritten ist, kürze ich ein paar Sachen mal eben ab. Ich spare mir die monatliche Rendite für den Dow Jones. Und wir machen weiter mit dem Vergleich. Wie hatte ich es gesagt? Den Vergleich einmal vom DAX seit 2000 und den S&P 500 seit 2000, um die Frage zu klären,
Welches Investment könnte besser sein? Also besser, ihr wisst, ist so eine Frage. Aber gucken wir uns die Resultate an. Und diesmal machen wir das auf der monatlichen Basis. Und hier nehme ich jetzt einfach schon fertige Sheets, weil die hat mich schon mal vorher gemacht. Ich will nur kurz zeigen, also ihr seht, ich habe die Daten ab 2000 in dem Fall. Und man kann erahnen, das hier ist die monatliche Rendite. Das geht hier vom 8.2. auf den 6.2. Das Ganze liegt daran, weil ich es ursprünglich am S&P 500 gemacht habe und da passte das genau mit dem einen Monat. Das Entscheidende ist nur, ich habe beide Sheets sind exakt gleich. Also es sind hier typischerweise immer 22 Tage, wie man an dem Referenzieren von E27 und E5 sieht. Ich gucke mir 22 und das sind ja dann Handelstage. 22 Handelstage sind so typischerweise ein Monat. Wichtig ist nur, dass wir in beiden Sheets das Gleiche machen. So, und jetzt gucken wir uns einfach hier den Value at Risk an. Und ach, dann kann ich ja nochmal kurz auf den Expected Shortfall eingehen. So, hier haben wir wieder die Größen und das, was ich gerade so markiert habe, ist hier der Value at Risk 5%. Und wird angegeben für den DAX mit knapp 10%, also minus 10%. Eine durchschnittliche Monatsrendite haben wir von 0,45%. Auch nicht so schlecht. Machen wir mal nicht echte Zinseszinsrechnung, sondern ich mache es mir einfach. Also ein halbes Prozent ist die Monatsrendite, macht eine Jahresrendite von 6%. Also dauerhaft im DAX investiert zu sein, ergibt immerhin eine Rendite von 6%. Wie gesagt, ist jetzt keine Zinseszinsrechnung, aber so groß ist die Abweichung hier bei diesen Zahlen noch nicht. Jetzt steht hier auch noch der Expected Shortfall, weil ich ihn vorhin erwähnt hatte, will ich auch kurz noch sagen, wie der eigentlich hier berechnet ist. Und wenn man hier nur schaut, was da eigentlich als Formel steht, ist auch die Definition vom Expected Shortfall ziemlich einfach. Ich bilde hier den Mittelwert aller monatlichen Renditen ab genau der Zelle, die wir für den Value at Risk verwendet haben. Ja, es ist nichts anderes, einfach als der mittlere Verlust jenseits dem Value at Risk. Ja, und das ist irgendwie alles. Das heißt, der ist dann logischerweise ist die Zahl größer, also genau genommen kleiner, wegen negativ, als der Value at Risk. Das heißt, alle 20 Monate kann es mir passieren, dass ich 15% als Expected Shortfall sehe. Oder beim Value at Risk war es einfach eine minus 10%. Jetzt können wir den Vergleich machen zum S&P 500. Okay, ganz einfach. Wir gucken uns da genau das gleiche an, was allerdings schon fertig ist. Und da auch kurz die Betrachtung. Ja, passt, gleiche Definition. Alle 22 Tage gucke ich auf die Rendite oder nach 22 Tagen, um es genauer zu sagen. Und das für die diesmal 5.092 Einträge. Und schon haben wir auch davon den Value at Risk. Und der ist, ich markiere ihn gleich mal, 7% oder 7,5%. Und mit einer monatlichen, sozusagen durchschnittlichen Rendite von 0,47. Jetzt wird der ein oder andere schon festgestellt haben, ups, ist doch exakt die gleiche Zahl wie gerade beim DAX. Ja, nur ich kann halt nichts dafür. Es ist einfach die gleiche Zahl. Ich will mal was testen, ob die dritte Nachkommastelle wenigstens mal verschieden wird. 0,474 und im S&P 500 0,466. Okay, ihr seht, da ist nicht irgendwie was aus Versehen passiert. Da stehen schon zwei verschiedene Zahlen. Also erste Feststellung. Die monatliche historische Rendite vom S&P 500 und vom DAX ist exakt gleich groß. Also nicht exakt, aber mit zwei Nachkommastellen ist sie exakt gleich groß. Mit drei Nachkommastellen sehen wir die Unterschiede. Aber der Value at Risk für den S&P 500 ist 7,5%.
und für den DAX knapp 10%. Das heißt, die Frage, in wen sollte man investieren auf Basis vom Value at Risk, ist sofort eindeutig beantwortet, weil wir kriegen praktisch bei beiden die gleiche Rendite, aber mit dem besseren Value at Risk Wert beim S&P 500. Okay, damit ist die Antwort sozusagen gegeben. Ehrlich gesagt, wäre es hier viel schwieriger geworden, wenn die Rendite sehr verschieden gewesen wäre von unseren beiden. Weil dann hätten wir uns fragen müssen, was ist uns wichtiger? Rendite oder kleinere Value-at-Risk-Zahlen? Da hätten wir schon wieder irgendwelche Quotienten bilden müssen, um die Frage dann final zu beantworten. Gut, hier die erste Antwort. Also klar, weil wir zufälligerweise ungefähr die gleiche monatliche Rendite haben, ist der Favorit definitiv der DAX. Und wie man es macht, ist hier hoffentlich auch schön einfach zu sehen. Gut, jetzt wollen wir noch was tun. Ich war mal auf eure Aktiennennungen. Oh, jetzt will ich kurz nochmal, weil ich lese gerade, das ist überraschend. Ich dachte, der S&P 500 ist das bessere Investment. Auf Basis vom Value at Risk ist er das bessere Investment. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Wir haben ein Value at Risk von 7. Das hier ist der S&P 500. Wir haben minus 7,5% als Value at Risk und eine durchschnittliche Rendite von 0,47. Verglichen mit dem DAX haben wir mehr potenzielle Verluste, also minus 10% bei ungefähr der gleichen Rendite. Kann sein, dass der Schreiber von gerade auf die hier dritte Nachkommastelle Abweichung mitgeschaut hat. Halte ich für möglich, dass das auch mit dem Grund ist. Ohnehin spielen hier übrigens jetzt noch bei Investmentfragen ganz andere Dinge mit rein. Nämlich die Frage, der DAX ist ein Performance-Index und der S&P 500 ein sogenannter Preis- oder Kursindex, sind aber andere Details, die wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Aber hier der nackige Zahlenvergleich ist für den S&P 500. So, zurück zu den Aktien. Jetzt will ich mal schnell zwei Aktien downloaden und hier werden wir gerade, wenn ich das Ranking so mir anschaue, dann gibt es viele, die für Deutsche Telekom sich das Ganze mal angucken möchten. Und das Ganze, das ist so ungefähr der zweitgenannte, Deutsche Telekom und das andere ist Apple. Okay, naja, also dann nehmen wir die beiden. Deutsche Telekom und Apple. Ich hoffe jetzt nur, dass ich auch die Kursdaten so schnell kriege. Also Deutsche Telekom. Da, das sollten wir weiter ausschreiben. Telekom, wieso tauchen die hier nur als Londoner Instrument auf? Was gäbe es noch für eine Möglichkeit, wie das heißt? Telekom Austria. Da. Wird nur abgekürzt. DT. Telekom. Da haben wir. Das ist sie. Da haben wir die Deutsche Telekom. Ich will mal hier den Vergleich mal nicht ganz so langfristig machen, sondern will mal einen kürzeren Zeitraum nur vergleichen. Und zwar nehmen wir mal einfach als Start Januar. Und als Start die 2015. Und gucken wir uns einfach mal die No Data. Wieso das? Der hat doch noch gerade gesagt, er hätte Daten für eine deutschen Telekom. Wie kann das? Das ist eine Frage. Ich will es nochmal von vorne anfangen. So. 2015. Januar 1.
So. Na also, da haben wir sie. Also die Daten der Deutschen Telekom ab 2015 und Apple. Ja, das ist auch richtig. Und da natürlich jetzt gleiches Datum, Januar. Und dann haben wir die gleichen Datengrundlagen. So, Daten sind beide runtergeladen. Dann brauchen wir nur noch eine Vorlage und dann nehmen wir uns einfach die vom S&P 500 und werden die einmal für Apple verwenden und einmal für die Deutsche Telekom. Okay. Ich werde es nochmal gleich ändern. Ich lade erstmal nur die für Apple. So. Was wir brauchen, sind die Kursdaten. Okay. Und ich bemühe mich mal hier so möglichst schnell zu sein, damit man auch hier mal schnell die Resultate sieht. So, ich nehme mir hier die Kurse und kopiere die in mein Apple Sheet. Das Apple Sheet wird dieses hier. Und jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier sind ja noch dahinter die Daten vom S&P 500, dass ich hier nicht zu weit gehe. Da ungefähr ist irgendwo die Grenze. Es geht alles in ziemlich endlicher Zeit, glaubt mir, das ist relativ fix. So, jetzt haben wir hier unsere Returns und nehmen die, übertragen die wieder hierhin, indem wir das hier einfügen. Okay, wir haben 1271 Daten. 1271 Daten. Also steht die eine Zahl hier bei 64 und die andere Zahl würde stehen 1207. Und der Expected Shortfall würde beginnen bei 12.07. That's it. Kurze Interpretation. Muss ich mal kurz gucken. 12.07. Habe ich noch nicht sortiert. Ich habe noch nicht sortiert. Daten sortieren, abfolgen. So. Jetzt haben wir sie. Gut. Value at Risk, 12%. Also minus 12% ist der Value at Risk. Alle 20 Monate könnte ich mit einer Apple-Aktie knappe 13% verlieren. Umgekehrt, im Mittel habe ich 2% Rendite, monatlich wohlgemerkt, bei Apple. Und der Expected Shortfall wäre übrigens minus 16%. So, das war das Spiel für Apple. Und jetzt machen wir das Ganze noch für die Deutsche Telekom. Mal, ja, doch, einmal gespeichert habe ich es schon. Und ich nehme mein altes Deutsche Telekom weg. Und das wäre hier, weil ich nehme mir einfach die Vorlage von gerade und mache daraus eine deutsche Telekom und kriege jetzt einfach nur die neuen Kursdaten, die wir runtergeladen haben. Und da haben wir die Kursdaten. Und schauen wir mal, was wir da haben. Da haben wir die Daten. Wir nehmen uns die Kursdaten und kopieren die einfach in unser Deutsche Telekom Sheet. Also noch mal kurz ans Ende hier gucken, ob wir da, okay, da gibt es ein paar mehr Tage. Das hat was mit Wochenenden und Feiertagen in den USA und Deutschland zu tun. Deswegen haben wir da nicht absolut dasselbe. Wieder kopiere ich die Zahlen für den Monthly Return und füge die hier ein und sortiere die
absteigend. Das hat nicht funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Und jetzt ist der letzte Eintrag bei 12,77. Na gut, das wird nicht viel ändern. Also kommt die Zahl immer noch von 64 und die Zahl kommt jetzt von leicht woanders, nämlich von 14. Und da haben wir es. Average Return haben wir schon und Expected Shortfall mache ich auch noch ganz sauber. So, jetzt müssen wir nur noch die beiden Zahlen nebeneinander kriegen, damit wir mal einen Vergleich zwischen der Deutschen Telekom und Apple haben. Also, Apple ist nicht mehr geöffnet. Recent closed. So, und nun haben wir sie nebeneinander. Also, hurra, hurra, welche Überraschung. Nein. Durchschnittliche Rendite monatlich. Apple 2%. Deutsche Telekom 0,15%. Ups. Interessanterweise ist, also die Telekom-Aktie ist sozusagen wesentlich schlechter in ihrer durchschnittlichen Rendite, hat aber den besseren Value at Risk. In dem Fall nämlich von gerade mal 8%. Jetzt muss man allerdings natürlich so sehen. Der Return meiner Apple-Aktie ist Gruppenfaktor mehr als 10, also 12-mal so hoch verglichen mit dem Return meiner Telekom-Aktie. Und jetzt kann man die Frage beantworten, naja, mit dem 4% extra Value at Risk, das Potenzial zu haben eines mehr als zehnfach höheren Gewinnes, ja, wahrscheinlich beantworten die meisten Fragen, die das jetzt gerade so wie ich. Das Gute ist, das soll natürlich ohnehin hier nur ein Beispiel sein. Ich will euch ja immer nur Methoden liefern, wie auch ihr Entscheidungen treffen könnt. Man landet immer schließlich bei Feinheiten. Es ist nie so, dass man einfach sagt, okay, hier ist mein Investmentuniversum als Input. Bitte Maschine, wer auch immer, hier ist die Output-Antwort. Sondern es geht darum, wem man und was man dann vertrauen kann. Hier das Ganze einfach mal als Beispiel, um mal den Value at Risk wirklich sozusagen live und in Farbe zu sehen. Und von daher, ich lese gerade, deswegen stotter ich. Ihr merkt das wahrscheinlich immer wieder, wenn so komische Stotterbewegungen in meiner Sprache auftreten, dann liegt es nicht wirklich an meiner Sprache, sondern weil ich gleichzeitig in eure Kommentare mit reinschaue. Und in dem Fall wurde nur mal gerade gefragt, ob es eine Aufzeichnung gibt. Natürlich gibt sie, steht spätestens morgen. Und das andere. Nächste Sache, schöner Hinweis hier, muss man bei der Telekom nicht die recht hohe Dividende berücksichtigen. In der Tat, sollten wir uns jetzt mal anschauen, wenn man jetzt diese beiden Aktien hier miteinander vergleicht, was haben die denn eigentlich für Dividendenauszahlungen? Und ohne jetzt ganz genau zu wissen, ob ich das sogar vielleicht sehe, ob ich hier das sogar direkt kriegen könnte. Nee, ach nee, die Dividenden würde ich bei Yahoo Finance sehen. Okay, kann ich dann hier nicht direkt mit den Zahlen aufwarten, aber ich hole nochmal eben die zwei Excel-Sheets hier nach vorne. Ohne die Rendite, die Dividende von der Telekom zu kennen, vermute ich mal, es sind vielleicht ein paar Prozent pro Jahr. Oder wie auch immer die genau auszahlen. Aber ich nehme mal an, ein paar Prozent im Jahr. Die sollte man natürlich in diesem in der durchschnittlichen Betrachtung hier, in der durchschnittlichen Monatsrendite nochmal mit berücksichtigen. Einfach halber angenommen, es gibt eine Jahresdividendenausschüttung bei der Telekom, würde ich jetzt hier einfach die Zahl
durch 12 dividieren und hier auf den Durchschnitt mit draufpacken. Bei den kleineren Zahlen ist das zulässig, keine echte Zinseszinsrechnung zu machen, also mathematisch vertretbar, um es präzise zu sagen. Der Fehler ist recht klein. Dass wir allerdings dann auf eine Rendite kämen, wie bei Apple, ist nahezu ausgeschlossen. Dafür ist hier Apple einfach viel zu stark, insbesondere in den letzten 5 Jahren. Okay, also, gerade kam schon der Hinweis, mal ein ganz anderer Blick auf die Kurve. Ja, genau genommen haben wir einfach nur die Kursdaten genommen und wir haben uns eine Kennziffer genauer angeschaut. Und die Kennziffer heißt einfach Value at Risk. Und wie ich vorhin schon mal sagte, es gibt milliardenschwere Unternehmen, die eigentlich, wenn man es genau nimmt, auf dieser Kennziffer basieren und daraus ETF-Portfolios aufstellen. Halte ich die Kennziffer aber auch in der Tat als interessante Kennziffer zur Beurteilung von Investments. Und Investments können solche Aktien sein, können ETF sein, können aber auch einfach Indizes sein oder meinetwegen auch das Investment in Gold. Jetzt aber dann vielleicht nicht als CFD, sondern in echte Unzen. Also schweres Metall. Es ist tatsächlich eine gute Kennziffer. Der Value at Risk als solches betont quasi die Risikoseite, weil er fragt, was ist unter Risiko? Alle, jetzt kommt es wieder auf dieses Quantile, zum Beispiel 5% Quantile, alle 20. Und jetzt kommt es darauf an, machen wir hier monatliche oder jährliche Renditen. Zum Beispiel alle 20 Monate haben wir mit einem bestimmten Verlust zu rechnen auf Basis der historischen Betrachtung. Und das ist gut, um wirklich einen Vergleich von Investments relativ objektiv durchzuführen. Soweit für heute. Ich hoffe, auch das Thema war mal ein bisschen was anderes und hat euch gut gefallen. Ansonsten, die Stunde ist natürlich schon wieder um. Wer die Excel-Sheets, die wir im Wesentlichen sogar hier gerade gemacht haben, gerne haben möchtet, ich muss nur gleich dran denken, die auch wirklich nochmal sauber abzuspeichern, kann sie gerne haben. Wie immer, s.friedrichowski @jfdbank.com und ich schicke sie euch natürlich gerne dazu. Noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Macht's gut. Bis dahin. Tschö.